Hallo Welt, ja, da sind wir wieder und wir sind immer noch im Livestream. Hallo Livestream. Ja, wir wollten ein bisschen Bier brauen, denn wir haben festgestellt, so viel Bier haben wir gar nicht mehr. Oh, wir sind aber überladen. Ja, ich denke mal, alles wurde zurückgesetzt. Das heißt, unsere Pläne von vor, ich weiß gar nicht, vor einer oder zwei Stunden, vor einigen Folgen in der Serie hier. Im Livestream vor ein oder zwei Stunden hatten wir ja Pläne geschmiedet, dass wir nach Morgantown nochmal wollten und dass wir die Händler alle abklappern wollten. Ich denke, das können wir jetzt nochmal in Angriff nehmen. Das könnte jetzt alles zurückgesetzt worden sein. Okay, wir brauchen Mais hier. Ja, dann können wir Bier brauen, schon mal. Dann haben wir schon mal immer ein Bierchen für uns. Denn wir wollen ja auch noch ein Event abschließen. Ach so, ja, da gucken wir jetzt mal rein, was wir da überhaupt angestellt haben in der letzten Folge. Ein Event abschließen, nämlich ein wöchentliches, sollten wir eigentlich dann auch noch nebenbei hinkriegen. Wöchentlich schließe Events mit Nahkampfwaffen ab, während du berauscht bist. Und tatsächlich, eins haben wir abgeschlossen. Ja, Moment, aber wir müssen alle davon abschließen, oder? Zerstöre Roboter, während du berauscht bist und einen Bierhut trägst. Yep. Ah, 76? Ja, das schaffen wir heute nicht mehr. Oder? 76 Roboter zerstören. Ach so, ja doch. Ah, wenn das diese kleinen sind, dann wahrscheinlich schon. Töte riesige, 10 riesige Kreaturen, während ich berauscht bin? Nee. Und dann bekommt man erst 40. Nee, das schaffen wir nicht. Niemals. Glaube ich nicht. Aber das hier, schließe Events ab. 3 von 10 haben wir schon, das kriegen wir hin. 30 Atome, naja, immerhin. Ja, ist doch gut, eigentlich. Verschiedene Sorten Alkohol, naja. Hatten wir ja schon das Thema vor einigen Folgen. Beziehungsweise hier heute im Livestream. Wollen wir denn hier überhaupt alles mitnehmen wieder? Ich dachte, wir holen Mais und pflanzen den Rest Mais dann an. Da brauchen wir aber Dünger dafür. Und genau, Reality Check. Du sagtest ja vorhin, dass wir... Hey, ist das kaputt gegangen? Oh, die Hunde haben das kaputt gemacht hier. Echt? Da bist du ja wieder. Du hattest ja vorhin schon gesagt, wir sollten mal gucken nach Aluminium in den Schuppen da hinten. Ich glaube, du meintest die da vorne, also diese... Bei den... Uah, was? Gruselig. Bei den Getreidesilos oder was das da ist. Diese Türme. Hey! Ich nehme nur deine Milch. Warum trittst du gleich? Geht das nochmal? Nein. Ja, da können wir mal gucken. Wobei, jetzt haben wir Aluminium. Noch ein bisschen Mais anbauen hier, so eine Reihe. Wow, das mit dem Klingenkorn ist doch schon ziemlich stark hier. So viel Klingenkorn. So viel Dünger fällt mir gerade ein. Ja klar, doch, wir können das ganze Klingenkorn sammeln. Wenn das verdirbt so schnell wie beim letzten Mal, dann haben wir doch Dünger. Dann können wir Mais anpflanzen. Ja, aber wenn wir das jetzt alles ernten, haben wir ja wirklich nichts davon. Hm. Ich sehe gar nicht, dass wir was kriegen. Sonst bekommen wir doch immer eine Meldung. Klingenkorn eingesammelt. 52. Na egal, das soll erstmal verderben dann. Man kann nicht aufhören. Es reicht, es reicht, es reicht. Lass uns Mais holen und ein bisschen Bier brauen. Wasser haben wir genug? Abgekochtes Wasser. Joa, ein bisschen haben wir. Ein paar Biere können wir brauen.
Bleiben wir mal hier so, bei diesem Mais. Und diese Reihe nehmen wir noch mit. Riesige Kreaturen, ich überlege schon, was wir da wohl nehmen könnten. Und ich überlege vor allem, was für eine riesige Kreatur haben wir denn irgendwann mal gekillt? Da fällt mir nicht viel zu ein. Wir haben mal eine Meierlurk-Königin vor kurzem gesehen, aber die ist von selbst umgekippt. Wir hatten damit nichts zu tun, das war schon so. Von alleine. Moment mal. Wie kommt das denn, dass wir Nuka-Schein herstellen können? Wie viel denn? 5? Wir haben Zugriff auf unsere Lagerkiste hier. Ah ja, haben wir doch immer. Sonst könnten wir doch gar nichts bauen hier. Ach nee, nukleares Material haben wir zu wenig. Okay. Einmal ist besser als keinmal. Ja, aber dann machen wir Bourbon, Whisky und Bier. Oder? Mixgetränke ist nicht? Nein, ist nicht. Ach richtig, das müssen wir auch gären und Gärbottiche komischerweise kann man auch nur einen bauen. Und da passen 10 Stück rein. Und Gärbottiche können wir hier, können wir gar keinen Gärbottich bauen in der Braustation. Ach, in der Braustation natürlich. Ach, das ist komisch, kann man da keinen brauen? Gärbottich, was war gerade? Sekundenschlaf? Jetzt schon? Nee, glaube ich nicht. Moment. Was wollte ich sagen? Gärbottich. Können wir in diesen Werkstätten hier überhaupt nicht bauen? Das ist komisch. Warum eigentlich nicht? Weil wir nur einen bauen können, immer? Ja, wahrscheinlich. Den Werkstätten eben nicht. Geräte. Nein, Geräte auch nicht. Herstellung. Da müsste es eigentlich sein. Nö. Braustationen können wir mehr bauen? Ah. Da steht aber auch gebaut 9 von 40. Was heißt denn das von 40? Seht ihr das? Rechts unter Braustation steht gebaut 9 von 40. Heißt das, wenn wir mehr als 40 gebaut haben, dann können wir nie wieder eine bauen? Sollen wir das mal ausprobieren? Nein, das heißt, dann haben wir keine Ressourcen mehr. Das steht doch da unten. Alles grün. Und wenn wir 40 gebaut haben, dann fehlt irgendwas. Ah, ja. Okay, schon gut. Da habe ich wieder mal so ein bisschen keine Ahnung gehabt, von was ich da rede. Was habe ich jetzt gesagt? Ich mache nur Spaß. Dünger, 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 Dünger. Gib mal ruhig deinen Dünger. Und du auch. Und wir pflanzen... Ja, ich weiß nicht. Klingenkorn haben wir eine ganze Reihe hier. Vielleicht pflanzen wir hier irgendwie so eine Reihe Mais. Ja, hier. Eine ganze Reihe Mais hier an. Mais, 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 Mais. Nahrung. Da. Ach, dann nehmen wir auch nur eine Pflanze, oder? Ist doch hier egal. So, im eigenen Camp, da mische ich das ja immer ganz gerne, damit es so ein bisschen gemischt aussieht, aber hier. Das Auge ist mit, sage ich immer. Ja, wir können ja nochmal durchgehen mit der anderen Pflanze, aber jetzt nicht, weil wir keinen Dünger mehr haben. Haha! Sieht das gut aus? Nee. Obwohl Mais sieht ja schon ziemlich ähnlich aus. Also jede Pflanze sieht fast gleich aus. Aber so gleich auch nicht. Das gibt's in der Natur nicht. Das sieht nicht so gleich aus wie das da. Ich bin mal gespannt,
bis jetzt, toi toi toi, wir sind ja immer noch hier. Ich habe damit gerechnet, dass wir jetzt öfter mal, nachdem wir ein paar Sachen aufgebaut haben, hier aus der Welt rausfliegen. Aber wie man sieht, fliegen wir nicht. Alles ist gut. Nee, die laufen ja auch sehr viel stabiler. Noch stabiler laufen die Surfer aber im PvP, warum auch immer. Ich glaube, bei der ganzen Testzeit, da bin ich, glaube ich, ein einziges Mal oder zweimal rausgeflogen. War doch heute Nacht. Ja, und hier vielleicht zweimal so. Jetzt, nachdem wir hier ein bisschen was gebaut haben, wird es eigentlich mal wieder Zeit für uns, die Welt zu verlassen. Oh, haben wir Durst. Nächster Händler, wie weit ist er? Das ist nicht Sutton, das weiß ich. In Charleston hinreisen können wir nicht? Doch, nein. Wir sind überladen. Da, überladen, geht nicht. Querfällt ein hier an der Teekanne vorbei. Oh, die Riesenteekanne. Da möchte er bestimmt wieder, dass wir ihn Honig holen und so. Ja, da müssen wir uns was einfallen lassen gerade. So viel überladen sind wir nicht. Also wenn wir unsere Waffen hier auseinandernehmen, die wir noch von den Supermutanten wahrscheinlich haben, dann sollten wir schon wieder schnell reisen können. Hätte ich gedacht. Können wir gar nicht. Nein, 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 nein. Suppe herstellen? Könnte man ja auch verkaufen, aber was ist hier richtig wertvoll? Oh, wir können doch sortieren nach Wert, oder? Sortieren kann man hier nicht. Komm, eine Stufe schaffen wir bestimmt auch noch heute. In dieser Aufnahmesitzung meine ich wenigstens. Immer noch überladen? Ja, warum nur? Ja, Nuka Schein muss jetzt erstmal in den Gärbottich. Zum Glück ist das ja nicht weit, bevor wir was anderes machen. Und dann müssen wir, glaube ich, Wasser wegwerfen. Und Holz. Ohne Schnellreise gibt das alles nichts. Da können wir noch so viel planen. Sind die beiden hier ausgefallen? Ah, vielleicht war jemand hier und hat sich was genommen. Ausgefallen sind sie nicht.
Da ist er. Nur ein Gea-Bottich kann man bauen. Dann mal rein hier mit dem guten Nuka-Schein. Ich glaube, das kann sogar, wenn man das länger drin lässt, dann kann das sogar noch mehr. Kann man das hier nicht auch reintun? Und kann das dann nicht auch sogar noch mehr? Nee, ich glaube nicht. Dann würde in Klammern was dahinter stehen. Zeckenblut, Tequila, Vintage. Ich glaube, vorher war das kein Vintage, oder wie? Doch, bestimmt. Ach, wir packen mal alles da rein, was geht. Acht sind nur drin, 10 passen. Hey. Warum passt nichts mehr? Wo ist mein Denkfehler? Alkohol 8 von 10. Zwei Teile müssten noch reinpassen doch eigentlich. Jetzt. Gut, gut, gut. Ja, und jetzt müsste man hier eine Kiste haben, ja, wo man das andere Bier reinpacken kann, bis das da durchgelaufen ist. Aber hat man nicht. Wäre aber schön, wenn man hätte. Was werfen wir denn jetzt ab? Das reicht nicht. Nein, nicht doch trinken. Die Milch können wir trinken. Abwerfen das aufbereitete Wasser. Brauchen wir das nicht? Ja, brauchen wir schon nachher. Natürlich, alles brauchen wir. Keine Strahlung mehr. Sehr schön. Und am Ende der Folge sind wir auch. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.